Hallo zusammen, heute möchten wir euch das Moderatorenteam des dritten Netzpolitik-Camps Social Media für Erwachsene vorstellen, das am 3.3. im Komet in Köln stattfindet. Netzpolitik-Camp, das ist eine Veranstaltungsreihe des Referates Digitale Gesellschaft Medienkompetenz der Staatskanzlei NRW. Und es ist ein Barcamp, was das ist, erklären wir euch noch. Neben mir steht Conle Attermeier, sie leitet das Referat und ist außerdem im Planungsteam des Camps. Ja, und neben mir steht André Spang, auch im Planungsteam des Netzpolitik-Camps und im Referat der zuständige Ansprechpartner für Medienkompetenz. Ja, jetzt wäre es eigentlich spannend, die Moderatoren kennenzulernen. Na kommen Sie. Hallo. Ja, hallo Philipp, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wie beim Barcamp üblich, vielleicht mit drei Hashtags? Ja, mein Name ist Philipp Wartenberg und meine drei Hashtags sind Lehrer, Medienberater, digitale Bildung. Ja, danke. Herzlich willkommen, Wiebke, jetzt bist du dran. Ja, Wiebke Ladwig, meine drei Hashtags sind Social Web Ranger, Bibliotheken und Kultur. Ja, Philipp, du hast schon viele Barcamps moderiert. Ich würde einfach interessieren, was ist eigentlich ein Barcamp und was macht das so besonders? Ja, am wichtigsten beim Barcamp ist eigentlich immer diese positive, ausgelassene Atmosphäre, die auch dadurch entsteht, dass es temporäre Du gilt. Und ja, jeder Teilnehmer bringt halt seine Inhalte mit an diesem Tag und wird dadurch zum Teilgeber. Es gibt keine vorgegebenen Referenten. Das ist besonders wichtig und dadurch entsteht halt irgendwie dieser Tagesplan erst morgens und jeder darf sich dann aussuchen, wo er hingehen möchte. Spannend. Wiebke, ich habe gelesen, du bist Social Web Rangerin und außerdem die Chefin, die amtliche Chefin des Findelkrakens. Was jetzt? Ja, Social Web Ranger ist ein Berufsbild, was ich mir selber erfunden habe. Es war nötig für das Digitale und hauptsächlich begleite ich Menschen in den digitalen Raum, um für sie eigene Wege zu finden, wie sie im Digitalen agieren können. Und ich habe auch viele eigene Projekte im Digitalen, unter anderem eben auch dieses kleine Storytelling-Projekt des Findelkraken. Der Findelkraken, Moment. Tata. Wie er zu mir kam, steht alles auf der Facebook-Seite, die er natürlich auch hat. Ja, super. Philipp, du bist Medienberater. Ich würde einfach nochmal interessieren, was macht man als Medienberater eigentlich und was hat das mit Social Media zu tun? Genau, ich bin Medienberater und als Medienberater unterstütze ich Schulen auf ihrem Weg hin zum Lernen im digitalen Wandel und dazu beraten wir Schulen, Schulträger, bieten Fortbildungen an mit meinem Team und da bin ich auch gar nicht gerne allein irgendwie und das Social-Media-Thema ist natürlich ganz wichtig, weil die ganzen Schüler sind natürlich alle irgendwie im Social Media vertreten, Snapchat, Instagram oder was gerade hip ist, ich weiß es gar nicht. Wichtig dabei ist es, Potenziale von Social Media aufzuzeigen, aber auch die Gefahren. Wir beide haben uns kennengelernt schon länger her bei der Reihe Geeks at Cologne der Stadtbibliothek Köln. Du musst uns mal erklären, was ein Geek eigentlich ist und was du in Bibliotheken so machst. Ja, also Geeks, sagt man ja, sind normalerweise die Nerds mit Freund oder Freundin. Nun halte ich ja von solchen Schubladen weniger, umso mehr eben aber von Bibliotheken. Bibliotheken so als die demokratische Utopie der Teilhabe an Kultur, Bildung, Gemeinschaft und auch Technologien. Und ich bin eben, arbeite viel mit öffentlichen Bibliotheken zusammen. Social Media ist da oft der Hebel, um wirklich auch Bewegung in die Bibliotheken zu bekommen, um den digitalen Wandel eben auch zu leben, um sich selbst auch nochmals in Frage zu stellen und eine Idee von sich zu entwickeln. Und das ist das, was ich in den Bibliotheken mache. Viele Facetten, viele spannende Impulse. Also wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch beim Netzpolitik-Camp anzumelden, könnt ihr das gerne noch tun unter netzpolitikcamp.nrw. Ja, wir freuen uns auf euch. Genau, auf der Seite netzpolitikcamp.nrw findet ihr auch noch weitere Informationen zu dem Barcamp. Ihr könnt unserem Twitter-Account folgen, @dgnrw und auch dem Hashtag netzpolitikcamp. Die beiden haben natürlich auch einen Twitter-Account. @Sinn und Verstand. @Herr Wartenberg. Und du hast auch einen? Ja, Kardus. Und Tastenspieler. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und vielleicht bis zum 3.3. Nein, das höre ich an. Ciao. Ciao.